Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem AC Quadrat Innovationspreis Region Aachen zeichnet die AGIT im Auftrag der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie der Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg Unternehmen für herausragende innovative Leistungen aus. Sehen Sie nun die Kandidaten für den AC Quadrat Innovationspreis Region Aachen 2023. Das automatisierte Fahren wird den Verkehr effizienter und sicherer machen. Für die Entwicklung ist wichtig, das Verhalten des Verkehrs zu verstehen und Fahrsituationen zu analysieren. Dazu wird eine große Menge genauer Verkehrsdaten benötigt. Mit Level X Data hat die FKA eine Methode entwickelt, solche Daten effizient und kostengünstig zu erzeugen. Die Methode basiert auf Drohnenaufnahmen, die KI-basiert ausgewertet werden. Höchste Priorität hat dabei die fehlerfreie Erkennung und hochgenaue Lokalisierung. Die FKA verfügt über eine umfangreiche Datenbank, auf die inzwischen viele namhafte Automobilfirmen und Forschungseinrichtungen setzen. Dadurch trägt Level X Data zur effizienten Realisierung des automatisierten Fahrens und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Das Aachener Unternehmen ModuleWorks ist Weltmarktführer für CAD-CAM-Softwarekomponenten und entwickelt algorithmische Softwarelösungen für den industriellen 3D-Druck mit Lasern. Diese Art der Fertigung ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, denn der Prozess ermöglicht es, industrielle Bauteile zu reparieren, statt zu ersetzen und damit enorm Ressourcen einzusparen. Abseits von Reparaturen ermöglicht die Software, Bauteile nach Bedarf und vor Ort herzustellen. Grundsätzlich wird bei Reparatur ebenso wie Neufertigung kein Material abgetragen, sondern gezielt aufgetragen, so dass wenig bis gar kein Produktionsabfall entsteht. Mit zahlreichen Alumni der RWTH und anderer technischer Universitäten arbeitet ModuleWorks ständig daran, neue Algorithmen für klimaschützende Technologien zu entwickeln. Pabstar forciert seine nachhaltige Ausrichtung und begleitet den kompletten Lifecycle seiner Produkte, um ihnen nach dem Gebrauch zu einem zweiten Leben zu verhelfen. So gehören Verwertungskonzepte im Sinne einer zukunftsweisenden Kreislaufwirtschaft zum Leistungsspektrum der Pabstar Solutions GmbH aus Kiel. Diese besitzt exklusive Vertriebsrechte für Bioconverter, die durch den Einsatz patentierter Mikroben sowie einer Hygienisierungsfunktion dafür sorgen, dass Speisereste und Bioabfälle pflanzlicher Herkunft oder Einmalgeschirr aus nachwachsenden Rohstoffen in einem faserrückgewinnenden Aufbereitungsprozess zu einem neuen Sekundärrohstoff transformiert werden, der sich beispielsweise bei der Produktion von Industriepappe wiederverwerten lässt. Damit widmet sich Pabstar einem innovativen Geschäftsfeld, das in dieser Konstellation neue Maßstäbe setzt. Der Technologieinnovator Trailer Dynamics aus Eschweiler bietet ein umfassendes und bisher einzigartiges Lösungskonzept für die Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung des Langstreckenschwerlastgüterverkehrs. Durch die Einrichtung eines zusätzlichen batterieelektrischen Antriebsstrangs im Trailer. Der E-Trailer wird herstellerunabhängig in Echtzeitsteuerung mit der Sattelzugmaschine synchronisiert, unterstützt den Primärantrieb der Diesel-Sattelzugmaschine und ermöglicht dadurch signifikante Dieselverbrauchs- und CO2-Reduktion. Je nach Topografie und Nutzlastsituation von bis zu 40%. Der elektrische Antriebsstrang hilft darüber hinaus beim Bremsen durch Rekuperation Energie zurückzugewinnen. Darüber hinaus ermöglicht er auch in Kombination mit einer batterieelektrischen Sattelzugmaschine deutliche Reichweitenerhöhung. Das Aachener Startup Voltfang macht einen notwendigen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Aussortierte Elektroautobatterien landen nach ihrer Nutzungsdauer häufig mit einer Restkapazität von über 80% auf dem Müll. Für die stationäre Nutzung sind diese Module aber noch gut brauchbar. Voltfang installiert alte Elektroautobatterien in Gewerbespeicher ein, um den grünsten Stromspeicher Deutschlands zu bauen.
So kann ohne Probleme nachhaltig Strom aus sauberen Energiequellen gespeichert und bei Bedarf genutzt werden. Das erhöht die Autarkie vom Stromanbieter und den schwankenden Preisen. Die Vision von Voltfang, die Stadt Aachen als Battery Valley, um in Zukunft alle Stationen einer Batterie abzuwickeln. Das waren die Kandidaten für den AC Quadrat Innovationspreis Region Aachen 2023.